Frankreichs Präsident Emmanuel Macron ist mehr als zwei Wochen nach Kriegsbeginn zu einem Besuch in Israel. Er trifft Familien französischer und französisch-israelischer Staatsangehöriger, die bei dem Hamas-Angriff getötet wurden oder im Gazastreifen als Geiseln gehalten werden. Die Zahl der getöteten französischen StaatsbürgerInnen wurde zuletzt mit 30 angegeben. Mindestens 1400 Menschen, meist Zivilisten, wurden von den Terroristen erschossen, verstümmelt oder verbrannt, wie israelische Behörden mitteilten. Geplant sind Gespräche mit Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu sowie Präsident Isaac Herzog, bei denen es um Möglichkeiten der Deeskalation und humanitäre Fragen gehen soll.